war wieder online unterwegs bei Temu und habe mir ein paar Tools bestellt. Ein paar Tools versprechen viel, ein paar Tools sind total absurd und das finden wir heute gemeinsam raus. Und Wasser. So. Wieso habe ich damit angefangen? Keramische Gasdüsen für einen Mattbrenner. Dann war ich wieder so schlau und habe mir eine Schweißerbrille bestellt. Dann habe ich wieder was gesehen, günstige Schneidbohren, um ein Gefinde zu schneiden und gleichzeitig zu bohren. Also ein gutes Zeichen haben wir schon dafür, dass die einfach in einer Tüte zusammenliegen, ja, und schön gegeneinander schlagen. Aber das würde mich auch interessieren, wie gut die funktionieren. Das ist aber noch nicht alles. Das ist ja wie Weihnachten. Dann habe ich das hier entdeckt. Das müsste mein Aufsatz sein, um Wolfram-Elektroden anzuschleifen. Eine ganz billige Geschichte. Ich glaube, 2,50 Euro hat das Ganze gekostet. Und dann haben wir hier einen Aluminiumkopf. Und eine Aufnahme. So, es geht weiter. Was ist noch in der Wundertüte mit dabei gewesen? Ja, da habe ich mich wahrscheinlich auch von Bildern wieder verleiten lassen. Dann habe ich das hier entdeckt. Was kann man denn damit machen? Genau, man kann damit Holz bearbeiten. Aber ich möchte ausprobieren, wie sieht es aus, wenn wir damit auch mal Aluminium ein bisschen anschneiden. Das ist natürlich noch nicht alles. Ich habe hier noch etwas mit dabei. Das hier, genau. Das ist auch eine mega spannende Geschichte. Das hier ist eine Automatikkassette. Und wie gesagt, alles für ein Apfel und Ei. Und die will ich heute auch mit euch gemeinsam ausprobieren. Und zum Schluss kommt wieder ein Sägeblatt zum Vorschein. Aber in Kombination mit einem Aufsatz für einen Winkelschleifer. Und all das habe ich für 90 Euro bestellt. Ich will einfach wissen, taugt das was? Weil in dem letzten Video habe ich euch auch klar gemacht, diese Sachen, die euch versprochen werden in den Werbevideos, die halten nichts. Und deswegen machen wir das Video, damit du Bescheid weißt, ist das Müll oder kann man doch die eine Kleinigkeit für sich einsetzen? Genau das passiert mir immer wieder, ja. Da konzentriere ich mich auf den letzten Moment. Bitte nicht. Und genau dann tut es das. Ja, was hat es denn auf sich mit diesen komischen keramischen Gasdüsen? Die habe ich doch schon mal gesehen. Nein, Achtung, das sind nicht die, die du gesehen hast. Das sind für MIG- und MAG-Düsen, weil die sehen anders aus. Was du bis jetzt gesehen hast, ist von einem Wickbrenner, denn hier, wenn man das abschraubt, ist ein Gewinde und das passt nur hier auf einen Wickbrenner oben drauf. Was ich aber gesehen habe, ist dasselbe Prinzip für einen Mackbrenner. MIG 15 System, ganz normales Stecksystem, so sieht das in der Regel aus. Hier ist eine Feder und die keramische Düse tut genau das Gleiche. Funktioniert das denn? Und wenn es funktioniert, wieso sollte man das denn tun? Weil was weiß ich von der Keramik, wenn das mal runterfällt, scheinen schon recht stabil zu sein, aber man sieht hier, dass es schon anfängt, so ein bisschen abzuplatzen. Das heißt, von Material her ist das ja für mich so gesehen ein Rückschritt, aber irgendwas muss es ja sein, sonst würde man das ja nicht anbieten. Und der Punkt ist, warum habe ich das bei Temu bestellt? Nur da habe ich es gefunden. In Deutschland, normalen Shops, habe ich das nicht gefunden und die haben nicht viel gekostet. So, es geht los. Kommen wir zu meinem Fazit. Düse hat natürlich jetzt langsam die Farbe verändert durch die Temperatureinwirkung, was wir jetzt hier deutlich erkennen. Aber mir ist ein Vorteil aufgefallen. Ich habe gesehen, dass die Spritzer nicht anhaften. Ja, Keramik.
Also ich weiß nicht, was du anstellen musst, dass hier die Spritzer anhaften. Also für mich, geile Nummer, funktioniert gut, aber ich weiß nicht, ob das so langlebig ist wie eine normale Stahldüse. Was mich so bildlich angesprochen hat, waren die Fräser für Holz. Eine wichtige Sache bei Temu, wenn du da Sachen für einen Winkelschleifer bestellst, pass auf, die haben teilweise andere Aufnahmen. Wir werden das Ganze aufbauen. Das Lustige ist, wenn ich auf den Artikel schaue und gucke und drunter steht als allererstes, das erste Kommentar, ja, wenn du das für deinen deutschen Winkelschleifer einsetzen willst, musst du die Bohrung aufmachen auf 22,2. Und das machen wir jetzt auch natürlich. Und jetzt ist es. Wow, das sitzt aber auch verdammt gut, muss ich sagen. Absolut nicht nachmachen, würde ich nicht machen, weil das hier ist dafür nicht vorgesehen. Die nächste Frage ist, ob Temu überhaupt Zulassung für den deutschen Markt hat. Ja, das muss man natürlich auch nochmal alles in Erfahrung bringen, aber es sieht gut aus. Tja, das, was wir jetzt dazu brauchen, ist Holz und das besorgen wir uns jetzt. Das ist so krass. Guck mal, was der da reinfrisst. Alter. Ist das hier eine Sauerei, aber es funktioniert und verdammt gut. Das Ding geht da durch. Es ist einfach interessant. Mein Fazit zu diesen ganzen Wunderblätter, Fräser, was auch immer. Ganz klar, bei Holz funktioniert das sehr gut. Du kannst hier abgefahrene Formen mitmachen. Du musst nur aufpassen, dass wenn du dir sowas holst, guck, dass das eine Zulassung hat, wo du dir Holz musst du schauen. Und dann musst du aufpassen, dass die Öffnung übereinstimmt. Ich kenne das von den Sägeblättern, wenn du, meistens sind da so Bimetall-Dinger, die können dann Holz, Aluminium schneiden und Kunststoff. Und ich habe die Hoffnung gehabt, wenn das Holz damit sich so einfach bearbeiten lässt, dass ich somit auch, ich meine, Aluminium ist ja weich, ne, dass ich da genauso solche Formen reinfräsen kann. Aber das Sägeblatt hat dann einfach nur, ich habe keinen Bock und auf Wiedersehen gemacht. Hätte man vorher überlegen sollen, ne? Nächster Kandidat. Ein Wick-Anschleifer, Adapter für einen Dremel. Das muss jetzt kein Einhell sein, das kann auch ein Dremel sein. Genau, ich verwende den Markennamen Dremel. Deswegen, ich rede davon von einem Handschleifer, der meistens hier so ein Gewinde, aber das meist aus Kunststoff. Bei den günstigen Systemen können schnell kaputt gehen, da muss man aufpassen. Aber das ist so eine Aufnahme, wo wir mit einer Wolframelektrode, da kann ich machen, was ich will, mit Gewalt vielleicht, ah doch, mit Gewalt geht sie durch, Tatsache. Mit Gewalt geht's. Da war anscheinend irgendwas drin, aber jetzt kriegen wir es hin. Machen wir das Scheibchen hier drauf. Hat schon angezogen, ne? Guck mal, wie es funkelt. Ganz viele kleine Diamanten. Ich bin reich. So, der erste Test. Also da hat er noch geschnitten und dann wollte er nicht mehr. Man sieht aber auch, dass die Kante auch hier total in Mitleidenschaft gezogen ist. Starten wir den Versuch erneut mit dem Anschleifen. Aber es geht, es funktioniert.
Kommen wir zu meinem Fazit von diesem günstigen Aufsatz für einen Dremel zum Anschleifen. Ich würde sagen 50-50. Die eine Sache ist, du musst dich natürlich da ein bisschen mit einfinden, die Elektrode mit diesen ganz günstigen Diamantscheibchen abzutrennen ist schon fast unmöglich, weil diese Fläche ist ordentlich aufgetragen, aber den Kanten, sobald du versuchst zu schneiden, wird die schnell blank und dann schneidet sie da nichts mehr. Ne? Aber wenn alles stimmt und es sitzt gut, kannst du damit vernünftig die Elektrode anschleifen. Du hast gesehen, ich habe eine Absaugung benutzt. Man hat auch gesehen, dass der Schleifstab schön mit reingenommen wurde. Der Punkt ist aber, ich sehe jetzt schon Spuren. Das heißt, die Frage ist, wie viele davon kriege ich damit angeschliffen? Müsste man einen Langzeittest machen. Es ist also ein bisschen wackelig, ein bisschen fummelig, aber für den Preis funktioniert es irgendwie. Ich denke, wir haben schon lange nicht mehr geschweißt. Also her mit der neumodischen Igor 2000 Schweißerbrille. Ich sehe nichts, aber wir sehen uns gleich wieder. Ich habe keine Batterien, ich kann hier nichts einstellen. Das Einzige, was ich habe, ist dieser Sensor, die Solarpanels und die Brille an sich. Also ich bezweifle, dass das jetzt funktioniert. Ich lasse mich aber gerne hier an der Stelle überraschen. Ich werde ja, keine Ahnung, schon monatlich habe ich das Gefühl, meine Sehstärke lässt nach. Ne? Ob das jetzt am Alter liegt oder an den ganzen Experimenten, die ich für euch mache, ich weiß es nicht. Der blendet richtig ab und Handschuhe vergessen. Das ist so cool, weißt du? Das ist so, es ist wie so Alien-Augen. Du merkst, wie er so drin und aufmacht, aber es funktioniert. Ich kann alles gut sehen. Natürlich habe ich das über meine Brille angezogen. Aber warte mal kurz. Was riecht denn hier so? Wie so ein verbranntes Hühnchen. Ha, das ist ja meine Haut. Ja, logisch. Was bringt mir die Brille, wenn der Rest von meinem Gesicht nicht geschützt ist? Übelste Verbrennung. Alleine das hier war schon zu viel. Daher, das funktioniert zwar, aber ohne den Rest einer Maske. Auf gar keinen Fall empfehlenswert. Auf gar keinen Fall. Also, weil du wirst langfristig gesehen Schäden davon tragen. Lustiges Spielzeug, aber es ist nur ein Spielzeug. Würde ich nicht empfehlen. Genau, dann hier. Titanbeschichtete, super gehärtete Gewindeschneider mit einem Schneidkopf. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal hiermit einen Versuch. Er geht mir nicht genug vorwärts. Das heißt, ich werde irgendwann... Genau das ist passiert, was ich nicht wollte. Sofort abgebrochen. Scheiße. Das heißt, 6 mm, ich glaube, das ist zu viel für ihn. Zum Vergleich. Alter, das war göttlich. Guck mal, wie die Schraube da reingeht, das ist doch einfach göttlich. Und das ist der Unterschied zwischen Billigwerkzeug, die du für einen Patient irgendwo herbekommst, oder, ja, hier guckt noch der Bohrer raus und hier kommt schon meine Schraube raus. Ja? Zwei Sachen habe ich für mich festgestellt. Schneidet scheiße plus die Qualität vom Werkstoff an sich ist hier einfach meiner Meinung nach zu schwach. Guck mal, der bohrt ja nicht mal, ne? Der will ja gar nicht bohren. Hier. Und dann habe ich noch so eine Aufnahme gesehen, womit du aus deinem Winkelschleifer eine Art, ja, handliche Kreisige machen kannst. Sitzt eigentlich gut jetzt. Muss da rein. Okay, ich hab's montiert, ne? Aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt auf den Startknopf drücke, ja, dann passiert das.
bam, das Sägeblatt fliegt, haut mir den Kopf und ich werde wahrscheinlich verletzt sein, hoffentlich nicht gestorben sein. Also das geht gar nicht, dieses Gefummelzeug, da ist überhaupt keinen Bock drauf, es passt nicht, obwohl es da steht, dass es passt. Also da musst du wahrscheinlich dort auch deren Winkelschleifer bestellen, damit das passt. Aber die Frage ist, ist das überhaupt alles zugelassen, ist die nächste Frage. Das kann ich nicht testen, weil ich überleben will. Vergessen wir, ich habe alles ausprobiert. Jetzt kommt noch eine interessante Geschichte, die ich eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Für ein paar Euro bei Temo die Kassette bestellt, weiß Gott, die kannst du überall bestellen. Dann hier so einen ganz günstigen Helm, der überhaupt nur aus Schale besteht. Und ich habe mir einen Automatikhelm gebaut. Ha! Und ich kann sogar von der Seite. Kann wunderbar mit schweißen. Der Punkt ist natürlich, ich muss ehrlich sagen, ich sehe jetzt leicht, dass ich geblendet worden bin. Das heißt, da muss man noch an den Stufeneinstellungen arbeiten. Und die Frage ist, wie viel dürfen wir dieser Kassette vertrauen? Das ist auch dahingestellt. Aber man kann hingehen und sich wirklich ganz günstig selber einen Helm bauen. Das war eine krasse Aktion. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Keramikdüsen für Mattbrenner. Schön, dass es die gibt, braucht man aber eher weniger. Ich würde zurückgreifen zu den Standarddüsen. Also hier ganz klares Fazit. Ausprobieren lohnt sich, das habe ich jetzt für euch gemacht. Aber jetzt so täglich im Einsatz, weiß ich nicht, weil die können doch leicht wieder brechen. Plus diese permanente Temperaturbelastung hier vorne auf die Keramik. Du siehst, dass die mit der Zeit weiß werden und wahrscheinlich auch brüchig werden. Hält. Hält. Na, da bröckelt es. So, ich habe jetzt ungefähr 6-7 Mal draufgeschlagen. Ne? Das passiert uns an einem Tag, dass der Brenner ein paar Mal runterknallt. Und ich garantiere dir, dass genau das passiert. Die Fräser, eine lustige Geschichte. Natürlich auch hier mit der Aufnahme aufpassen, dass das passt und dass du auch genug Platz hast für deinen Winkelschleifer, um das wieder festzumachen. Aber vom Grundprinzip her haben sie super funktioniert. Man kann damit wirklich die abgefahrenen wildesten Formen in Holz reinfräsen. Also auch hier so eine 50-Ja-Nein-Geschichte. Tja, die Frage mit der Zulassung. Sind die geprüft worden? Was kann alles passieren? Kann ich nicht sagen. Deswegen hier ein lustiger Test, hat aber funktioniert. Zu diesem Kollegen, die Brille, da will ich gar nichts zu sagen, weil eigentlich, auch wenn es funktioniert, ist es verboten. Nur die Brille einsetzen, das geht nicht. Auch beim Wickschweißen, bei den kleinsten Strömen. Ja, ich weiß, wir ziehen schnell mal keine Handschuhe an beim Schweißen. Das weiß ich alles. Aber auf Dauer würde ich das auf gar keinen Fall empfehlen. Also absolutes No-Go, auch wenn es funktioniert. Hat Spaß gemacht. Wolfram Elektroden Anschleifer sah gut aus, war günstig, hat auch funktioniert. Ein bisschen fummelig, ja, bist du da so optimal das Ganze angeschlossen, aber es geht. Aber Achtung hier, das Ganze ist offen, der Staub geht in deine Atemwege, das sollst du vermeiden. Und von daher ist eine geile Sache, aber in Kombination mit einer Absaugung. Plus, wie lange die Diamantscheibe hält, weiß ich nicht, aber wir haben hier ein paar Stück auf Ersatz. Funktioniert. Diese Bohrer, mit denen man gleichzeitig Gewinde schneiden kann, sahen auf dem Bild cool aus, aber alleine wie sie in der Verpackung gekommen sind, einfach in so einem Beutelchen, wusste ich schon Bescheid, das kann nichts Gutes sein, vor allem bei dem Preis natürlich. Und das hat man direkt beim ersten Versuch gesehen, sofort auseinandergezogen. Ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Gemüse, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, da würde ich lieber zu Qualität greifen. Das hier war meiner Meinung nach totaler Griff ins Klo. Ich sah gut aus auf dem Bild. Ich dachte, ich könnte meinen Winkelschleifer zu einer Kreissäge umbauen. Aber ich sag's euch, aber der ganze Krimskrams auf gar keinen Fall. Dann kam eine positive Überraschung. Genau so ist es passiert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir eine Automatikkassette bestellt und ich wusste, ich habe da so Helme übrig, so Lagerleichen, wo man normal Gläser einsetzt. Ja? Aber hier, beide Hände frei, so eine Automatikkassette adaptiert, Loch gebohrt, installiert und siehe da, es funktioniert verdammt gut als Upgrade, wie auch immer, funktioniert gut. Meiner Meinung nach der kleine Gewinner heute. So, meine lieben Schweißtechnikfreunde, das war der kleine Test. Jetzt könnt ihr mit den Kommentaren wieder loslegen. Sagt die Wahrheit, was ihr darüber denkt. Ich würde mich freuen. Bis dahin, ciao.